Ja, wir grillen gleich. Heute ist nochmal zweites Angrillen sozusagen. Das ist eine sehr, sehr spontane Sache gerade. Ja, eben erst eingekauft. So, wir legen gleich ein bisschen Hähnchen ein. Dann werden wir Aubergine auch ein bisschen marinieren zum Grillen. Also im Grunde marinieren wir das Hähnchen auch nur einlegen. Dafür zieht es jetzt zu kurz. Und dann werden wir nachher noch einen Tomatensalat wahrscheinlich machen, schnell, damit er auch durchzieht. Genau. So, die Aubergine wird jetzt, ja, das schneiden wir jetzt erstmal dieses Endstück hier ab, schätze ich mal. Und dann wird die in Scheiben geschnitten und dann werden wir die erstmal salzen, weil mit dem Salz kommt die Flüssigkeit raus und mit der Flüssigkeit kommen auch die Bitterstoffe raus. Das macht die geschmacklich ein bisschen angenehmer. Ein bisschen dickere Stücken, oder was? Wie angekündigt, wenn wir jetzt hier ein bisschen salzen, hier mal ein bisschen Salz draufgeben. Müssen wir hier mal gucken, welche wir noch von der anderen Seite. Ja, können wir ein bisschen von der anderen Seite noch. Kriegt natürlich auf die Schale jetzt nicht so super viel, aber ja, bleibt da auch ein bisschen dran. Wie man sieht, dadurch, dass sie nass sind. So, das ist jetzt eine von zwei Lagen. Die stapeln wir jetzt einfach hier fix. Dann kommen die in eine Schüssel und dann lassen wir die, ja, was Wasser da rauskommt. So, wir machen jetzt hier ein bisschen was. Die Marinade für unser Hähnchen. Mal, ich weiß mal einen Schuss. Sojasauce rein. Reicht jetzt vielleicht sogar. Mal gucken, müssen wir gleich nachher noch ein bisschen was nachhängen. Dann machen wir hier eine ordentliche Menge Paprika rein. Das sind ja immer ein Kilo. Das Ja. reicht jetzt auch. Ja, sollte. So, dann machen wir Rosmarin ran. Kann ruhig ran. So, dann machen wir Salz natürlich nicht vergessen. Dann gibt es Salz. Ist auch auf ein Kilo, also kann man schon ein bisschen was ran. So, dann kann man ja auch noch ein bisschen nachsalzen, kein Problem. Pfeffer. Ich glaube, meine Pfeffermühle will langsam alle. Das ist kein Problem. Wir haben nämlich noch so geschrotete Pfeffer. Ja, sowas. Relativ grob dann, oder? Ja. Dann können wir noch ein bisschen geschroteten Pfeffer noch nachlegen. So. Ganz wichtig jetzt noch, was man daran machen kann, was sowieso noch mal ein bisschen nice macht, ist so ein Schuss Honig. Also der Zucker karamellisiert dann auf dem Grill und das gibt halt auch eine geile Kruste. Ein bisschen noch. Das kann ich bei dir, haben wir keine. Nee. So, dann können wir noch ein bisschen Chili ran machen. Oh, eine Prise Chili drin. So, und dann jetzt die Hauptkomponenten, nämlich ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Ingwer. Echt, ja. Ja, schon. Abschälen. So. Zweite. So, jetzt mal zwei Knoblauchzehen fürs Hähnchen. Dann hier noch den Ingwer, den können wir auch fix schälen. Ein bisschen grob mit dem Messer. Wir haben davon genug. Schadet nicht. Die Schale so mit dem etwas grob geschnittenen Rest da dran noch verwerten will, kann man sich ein schönes Teechen rauskochen. Aber keine Ahnung, an sich kann man die glaube ich auch mitessen. Aber es ist jetzt in dem Fall kein Bio-Ingwer, also wollen wir das jetzt auf jeden Fall lieber nicht. So, dann diesmal Knoblauch klein hacken, ohne sich in die Finger zu schneiden. Tag 2.
Das Witzige ist ja, dass ihr das alles, ups, ich habe ein bisschen weit geschnitten, interessiert, alles eigentlich so gesehen habt. Ihr habt es bloß alle nicht gesehen. Aber eigentlich müsste man auf dem Video sehen, wie ich mir den Finger schneide. 1:1. Das wird ein Easter Egg. Findet das. Findet den Punkt und schreibt es mal dann unter das Video. Also ich würde sagen, wir geben euch einen Tipp, in welchem Video das war. Das war nämlich im allerersten Video. Im ungarischen Auflauf. Dann sind wir mal gespannt, wer es sieht. Ja, also ein bisschen dunkles Stück. Hauen wir mal weg. Ja, müssen wir das jetzt klein hacken, Dennis? Nö. Bisschen. Wir haben ja Leute dabei, die mitessen, die sind nicht so die Knoblauch-Fanatiker wie wir. Vielleicht haben wir auch Zuschauer, die das betrifft. Kann natürlich nachvollziehen, aber welche Leute wird es geben? Seltsame Menschen sind auch seltsame Menschen. Ja, war noch was. Ja, dann lassen wir das jetzt einfach so ausreichen. Dann machen wir die zweite auch noch. Ist natürlich ein bisschen viel, muss selbst ich zugeben. Zwei Knoblauchzehen daran. Könnt natürlich eine nehmen. Oder wir nehmen, ja gut, dann machen wir eine fürs Hähnchen und eine für die Auberginen. Könnte ich auch machen. Ja. Ja, so, dann haben wir den Knoblauch klein gehackt. So, dann machen wir jetzt den Ingwer klein. Noch ein bisschen schwieriger, weil der so faserig ist. Muss hier gut aufpassen. Wunderbar. Ein bisschen zu viel Druck gibt, so, dass er euch dann nicht in die Pfoten schneidet. Ja. Ihr seht, das Stück war ein bisschen groß, ist jetzt nicht so schön fein. Hätte man vorher noch ein bisschen kleiner schneiden können, aber ich bin da ehrlich gesagt dann meistens zu faul für. Ja, aber an sich kann man das auch so reinhauen. Ne? Ja, persönlich. Kann den natürlich auch noch hacken. Aber ja, ist auch wieder. Keine Ahnung. Muss jeder selbst entscheiden, ob das notwendig ist. Ihr wisst, wir machen das hier frei Hand. Also ja. Wenn Fehler passieren oder irgendwas nicht ganz so ist, wie es eigentlich sein soll, ist dann so. Das ist ja sowieso, das machen wir ja gerade auch schon mehr halt aus dem Kopf. Richtig. So, dann haben wir das alles klein gehackt. Und dann gehen wir jetzt hier an unsere vorbereitete Marinade. Da kommt jetzt unser Ingwer mit dran und die Hälfte von unserem Knoblauch. Ja, Autofokus, was soll denn das jetzt? Da ist der Autofokus abgestellt. Na, jetzt ist der Autofokus wieder da. Also, wir haben einfach nur das Zeug in die Marinade. Genau, wir haben es einfach nur reingefeuert. So. Das kann jetzt sein, dass das noch ein bisschen wenig Sojasauce ist. Ich weiß nicht so genau. Mal ein bisschen verrühren auf jeden Fall. Und wir werden schon ein bisschen besser, aber wir müssen aber mal fix den Löffel. Ist eventuell tatsächlich ein bisschen wenig Flüssigkeit. Lebt ein bisschen am Löffel. Aber ist nicht so wild, Hauptsache da ist ein bisschen was mit drin. Ups, egal. Nur wieder auf. Dann machen wir hier noch ein Schüsschen rein. Sollte es eigentlich dicke reichen für das Kilo Hähnchen. Weil wir wollen es ja wie gesagt nur ein bisschen marinieren und nicht in dem Fall nicht einlegen. Also muss es ja nichts schwimmen, sondern kommt da fix rein und dann ist gut. So Leute, jetzt haben wir unser Hähnchen. Das nehmen wir jetzt so wie es ist. Ich habe gehört, man soll Hähnchen lieber nicht abwaschen, weil man den Quark nicht im Abfluss haben soll. I don't know.
Am Ende wird das hier abgegrillt und dann ist gut. Ihr seht, das ist mehr als genug Flüssigkeit für das gesamte Hähnchen. Deswegen wir das jetzt hier alles reinpacken. Werden wir es auch tun. So, das sind die ersten 500 Gramm und jetzt kommt noch ein bisschen was. Ja, so, die kommen da jetzt alle ran. Das sind so circa 12 Hähnchen wahrscheinlich. 12 Hähnchenflügel. Und wenn man die jetzt hier, ups, dann spitzen wir ein bisschen. Die jetzt ein bisschen mariniert, dann sehen wir, hat vollkommen ausgereicht mit der Sojasauce. Hätte sogar gar nicht Not getan, da nochmal extra was dran zu machen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. So, marinierst du das hier so ein bisschen. Sieht man, alles hat schön Farbe bekommen. Und man sieht die Knoblauch- und die Ingwerstückchen. Genauso soll es aussehen. Wie gesagt, ihr könnt es gerne ein bisschen feiner schneiden. Uns ist es relativ egal. Ausreichend so wie es ist. Und die sehen auch schon echt gut aus. Würde ich sagen. So, jetzt haben wir hier unsere Aubergine. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber da ist jetzt gut die Flüssigkeit ausgegangen. Doch, doch, man sieht das. Da, warte. Und damit eben. Da sind überall so kleine Tröpfchen drauf. Die Bitterstoffe. Und nehmen wir jetzt hier so ein bisschen Küchenrolle. Ah, sorry, dass der Autofokus gerade nicht so. Ein bisschen Küchenrolle nehmen wollen, sondern wird das hier erstmal abgetupft. Kann ruhig ab. Ich meine, wir haben, habt ihr gesehen, wir haben da so viel Salz drauf gehauen, wir wollen da gar nicht so viel Salz dran haben. Das war tendenziell wirklich nur dafür, um ordentlich die Flüssigkeit rauszukriegen. Weil es, wie gesagt, es geht halt wirklich hauptsächlich um diese Geschmacksstoffe. Um diese Bitterstoffe, die man damit verliert. Und ja, die wischen wir jetzt praktisch mit der Flüssigkeit ab. Und ich kann nur sagen, ich war absoluter Skeptiker, bis ich mich dazu entschlossen habe, mal selber Aubergine zu grillen. In dem Fall. Ich hatte das vorher gegrillt. Weiß nicht, ob ich das schon mal gegessen habe, aber in anderen Formen. Und da war das wirklich nicht, fand ich wirklich nicht so nice. Aber seitdem ich das ja ausprobiert habe, bin ich eigentlich relativ überzeugt. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Das mit dem Bitterstoff herausziehen. Das macht die ja, vor allem geschmacklich sehr angenehm. Für die Aubergine nehmen wir hier unseren Knoblauch. Nehmen wir auf jeden Fall ordentlich einen Schuss Olivenöl. Und dann kommen die. Müssen wir das vollschmieren. Dann kommen da ein bisschen italienische Kräuter dran. Also ein bisschen Thymian. Ein bisschen Oregano. Ne? Immer diese Tüten. Wirtschaft hier, diesem Haushalt. Ganz schlimm. Ja, ihr habt es vermutlich an der Küche schon gesehen, wir sind wieder bei Silas zu Hause und nicht mehr bei mir. Ja, aber bei Dennis ist es ganz anders. Naja, schon. Ganz anders ist bei Dennis. Mit der Tütenwirtschaft, ganz anders. Weiß gar nicht, hatten wir irgendwelche Tüten benutzt? Ich habe immer alles in so kleinen Dosen, habe ich das. Zu wenig. Mehr Rosmarin. So, dann machen wir Pfeffer. Dann seht ihr natürlich den schönen großen Kräuterhaufen. Ja, genau. Pfeffer haben wir natürlich nicht, nehmen wir den anderen. Ein großer Haufen voll Gewürze und das wird bestimmt einfach köstlich. So, dann machen wir, ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir das letzte Mal gemacht haben, wir machen jetzt hier ein bisschen. Doch, hatten wir auch, du hattest mich nachgefragt. Dann machen wir noch ein bisschen Paprika. Ich glaube, du kannst die andere Öffnung nehmen, dann kommt ein bisschen mehr raus. Oh, nicht so viel Paprika, das ist jetzt gut so. Na gut. So, dann nur ein Pfiff Chili. So, dann nehmen wir wieder unseren Löffel, den ich weggelegt habe. Ich habe hier aber noch einen. Wir müssen hier ein bisschen rühren. Aber hätte man sich auch sparen können, theoretisch. So, gesalzen wissen wir ja noch, haben wir eben abgewischt. Hier sind die sind jetzt ein bisschen abgetrocknet und die kommen jetzt da rein. Dann machen wir die schön, genauso wie das Hähnchen eigentlich. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, weil eigentlich will ich in der Box ja auch transportieren. Also werden wir die vielleicht einzeln ein bisschen. Naja, ich würde die dann auf eine Seite so ein bisschen legen immer. Dann werden wir die kurz hier zwischenlagern. Ja, oder so. So. Kann sein, dass in dem Fall noch ein bisschen Olivenöl. Nöten, das müssen wir mal gucken.
Aber eigentlich reicht es, wenn die überall so ein bisschen was haben. Und man dann nachher noch ein bisschen. So. Da vollkommen ausreichend. Aber ja. Ja, recht schmacksintensiv, die ganzen Kräuter, die wir hier benutzen. Also muss da jetzt nicht so super viel ran, damit es nach was schmeckt. So, das hier noch. Ja, wie gesagt, ihr könnt, das ist jetzt hier noch so ein einfaches Rezept. Aus dem Internet, wo ich im Grunde auch das mit der Flüssigkeit rausziehen habe, diese Empfehlung. Und ihr könnt natürlich hier zum Würzen auch nehmen, was ihr wollt. Wovon er jetzt kommt, hat Hähnchen auf dem Grill.